Zufriedene Schweine und eine glückliche Bäuerin. Das gibt es in Deutschland. Aber ein solches Idyll ist eher selten. Bei Ihnen läuft es richtig gut. Ich bin zufrieden. Ja. Die allermeisten Schweinemäster stecken dagegen seit gut einem Jahr in einer der schwersten Krisen, die die Branche je erlebt hat, machen nur noch Verluste. Wie ist die Gewinnmarge? Minus 35 Euro. 35 Euro Verlust machen Sie pro Tier? Pro Tier. Die Schweine drängen sich in überfüllten Ställen, weil Schlachthöfe zeitweise geschlossen wurden. Durch die Corona-Krise und den Exporteinbruch auf dem Schweinemarkt sind die Fleischpreise dramatisch gesunken. Verzweifelte Schweinehalter protestierten. Mich erreichen Telefonate von weinenden Frauen und Männern von den Höfen, die nicht mehr ein- und auswissen. Die sagen, ich töte meine Schweine und ich werde mich umbringen. Das ist die Situation. Und heute? Die Schweinehaltung steckt noch immer in einer historischen Krise mit verheerenden Auswirkungen. Sowohl für die Bauern als auch für die Tiere. Über die industrielle Schweinehaltung berichten wir, die SWR-Autoren Monika Antes und Edgar Verheyen, seit vielen Jahren. Haben dazu recherchiert, wie Menschen und Tiere unter der Billigfleischproduktion leiden. In diesem Film wollen wir zeigen, was die aktuelle Krise für die Landwirte, für die Schweine, aber auch für uns Verbraucher bedeutet. Bleibt am Ende der Tierschutz auf der Strecke? Oder ist die Krise auch eine Chance für eine andere, tierschutzgerechtere Schweinehaltung? Wir beginnen unsere Recherchen im vergangenen Oktober in der Nähe des Möhnesees. Die Region liegt etwa eine Autostunde östlich von Dortmund und gilt als eines der Schweinemastzentren in Deutschland. Unser Ziel, ein mittelgroßer Familienbetrieb, der von Vater und Sohn bewirtschaftet wird. Alfred Tickes erwartet uns bereits. Ja, wo drückt der Schuh? Was können Sie uns zeigen? Ja, wir haben momentan einen riesen Schweinestau. Die Schweine werden zu alt, zu schwer. Die Ställe sind überbelegt. Wir sind auf Kollisionskurs mit dem Tierschutz, wo wir Landwirte sehr große Bauchschmerzen haben und uns da auch von der Politik im Stich gelassen fühlen. Einen seiner Ställe will er uns zeigen. Alfred Tickes ist ein konventioneller Landwirt, hält seine Schweine auf Betonspaltenböden. Schon auf den ersten Blick ist zu erkennen, die einzelnen Buchten sind übervoll. Wir kriegen die Abteile nicht schnell genug geräumt. Wir haben die eine Gruppe, habe ich kein Schwein unter 135 Kilo verladen und hier bis jetzt auch nicht. Üblicherweise verlassen die Tiere mit 120 Kilo Schlachtgewicht den Hof. Und wie ist die Gewinnmarge? Minus 35 Euro. Die Schweine hier, die haben 100 Euro gekostet, 60 Euro Futtergeld. Ja, wenn ich da nur 125, 130 Euro kriege. 35 Euro Verlust machen Sie pro Tier? Pro Tier. Dieses Problem hatten Ende vergangenen Jahres fast alle Schweinemäster. Sie müssen zu einem Preis verkaufen, der sich am Weltmarktpreis orientiert. Hinzu kommt, die Schweineproduktion in Deutschland ist ein in sich geschlossenes Just-in-Time-Geschäft. Die Muttersauen werden auf Termin besamt. Nach 16,5 Wochen bringen sie die Ferkel zur Welt. Mindestens 3 Wochen verbleiben die Tiere bei der Mutter, werden dann bis zu 7 Wochen aufgezogen. Unmittelbar danach beginnt der Umzug in den Maststall. Diese Mast dauert etwa 18 Wochen. Termingenau gehen die Schweine in den Schlachthof. Können plötzlich deutlich weniger Schweine geschlachtet werden, gerät das ganze System ins Wanken. Genau das geschah vor rund einem Jahr im Sommer 2020. In mehreren deutschen Schlachthöfen infizierten sich Mitarbeiter mit dem Coronavirus.
In einem Schlachthof in Birkenfeld bei Pforzheim haben sich 400 Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt. Jetzt droht die Schließung des Werks. Hier im Vion-Schlachthof in Bad Bramstedt, da bleibt die Schranke erst einmal geschlossen. Der Betrieb muss weiter stillstehen, denn 130 Mitarbeiter und deren Angehörige sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach dem massiven Corona-Ausbruch, bei dem bislang mehr als 1300 Menschen positiv getestet wurden, ist die Großschlachterei Tönjes im Kreis Gütersloh nun geschlossen worden. Noch im Sommer 2020 wurde der Tönjes-Schlachthof mit Einschränkungen wieder hochgefahren. Doch auch Monate später hat Corona das Werk fest im Griff. Im Herbst 2020 wollen wir uns am Ort des Geschehens einen Eindruck verschaffen. Nach langen Gesprächen mit dem Konzernchef Clemens Tönjes bekommen wir im November eine Drehgenehmigung. Vor Ort beobachten wir viele Tiertransporter, die Schweine anliefern. Die Tiere werden noch am selben Tag geschlachtet. Alltagsroutine in einer Fleischfabrik. Jörg Altemeyer empfängt uns. Der Veterinär ist im Konzern für den Bereich Tierschutz zuständig. Er erzählt, der Schlachthof arbeite noch immer mit eingeschränkter Kapazität. Wie viele Schweine schlachten Sie in aller Regel pro Tag? Also in aller Regel, das heißt außerhalb der Corona-Zeiten, sind es über den Daumen 24.000, 25.000 Tiere am Tag. Jetzt, bedingt durch die Corona-Thematik, ist es erheblich weniger. Wir liegen zurzeit in einer Größenordnung von 17.000 bis 19.000 pro Tag. Die Konsequenz ist, dass wir derzeit in der Bundesrepublik eine Bugwelle an Schweinen, wenn man das so will, vor uns herschieben. Wie groß ist der Schweinestall insgesamt derzeit? Der wird beziffert mit etwa 500.000 bis 600.000 Tieren. Mehr als eine halbe Million Schweine konnten zum Zeitpunkt des Interviews nicht termingerecht geschlachtet werden. Kurz danach in der Konzernzentrale. Wir wollen wissen, wie es bei Tönjes weitergehen soll. Was muss sich da ändern, um die Lage zu verbessern? Wir liegen zurzeit bei 1,27 Euro pro Kilo Schweinefleisch. Wir sehen die Gefahr, dass er noch weiter sinken könnte. Das gilt es zu verhindern. Und für uns ist die hohe Priorität jetzt, dass wir wieder auf Volllast arbeiten können, sodass wir diesen Schweineberg, den wir für uns herschieben, massiv abbauen können. Also das heißt zurück zu alten Produktionszahlen und vielleicht darüber hinaus? Zumindest jetzt zurück zu alten Produktionszahlen, ganz genau. Genau dahin will auch Bauer Teckes. Er liefert seine Schweine an Tönjes und hofft darauf, dass die Preise bald wieder steigen. Doch davon kann Monate später nicht die Rede sein. Im Juni 2021 macht er immer noch ein Minus von 20 Euro pro Schwein. Die Industrie will also wieder auf Volllast fahren, viele Bauern auch. Doch hat nicht genau dieses Denken das System erst ins Wanken gebracht? Wir treffen den früheren Fleisch-Chefeinkäufer einer großen deutschen Handelskette, Josef Eschensperger. Den Teufelskreis aus immer mehr Schweinefleisch und immer schlechteren Erlösen für die Bauern kennt er nur zu gut. Ein ruinöses System, bei dem die Bauern und ihre Verbände Opfer und Täter zugleich sind. Wir haben auf der einen Seite die Industrie, den Handel mit einer gewaltigen Marktmacht. Wir haben den Export mit einer gewaltigen Marktmacht. Und demgegenüber stehen die Landwirte, nicht nur in Deutschland, auch europaweit, mit ihren Verbänden, mit den Bauernverbänden, ja, ohnmächtig, hilflos gegenüber und haben die letzten Jahrzehnte nur das eine geprägt, höher, schneller, mehr. Kostendegression ist Massenhaltung, Massentierhaltung. Und das war das einzige, das probate Mittel als Empfehlung für die Landwirte. Und haben sich damit selbst eine Falle gebaut. Also alle setzen nur auf Masse, getreu dem Motto mehr Tiere, mehr Umsatz und damit auch mehr Gewinn. Doch bei unseren Recherchen entdecken wir auch Schweinehalter, die bewusst aus der Massenproduktion aussteigen, stoßen auf den YouTube-Kanal von Harm Böckmann. Er handelt mit Schweinen und nennt sich der Wurstnerd. In seinem Videoblog stellt er regelmäßig Betriebe vor, die auf mehr Tierschutz und eine regionale Vermarktung setzen. Und wir versuchen gerade, unseren Betrieb umzustellen und zu zeigen, dass es auch einen größeren Maßstab mehr Tierwohl gibt. Einer dieser Höfe liegt im Süden von Niedersachsen, am Rande eines Moors. Harm Böckmann wird hier heute einen Clip für seinen YouTube-Kanal drehen. Es ist kein Biobetrieb,
Dennoch hat die Familie ihre Schweinehaltung seit 2017 komplett auf mehr Tierwohl umgestellt. Im vergangenen Herbst begleiten wir ihn auf den Hof. Er will zeigen, was Landwirt Johannes Hoffrogge anders macht. So, Johannes, ich wollte heute noch mal einmal die Sauen zeigen. Ja, können wir sehr gerne machen. Dann schauen wir mal. Gemeinsam gehen wir in den Stall. Er züchtet seine Ferkel selbst. Erklär mal, was du hier genau machst. Das sind im Prinzip Standard-Abwecke-Buchten, wie man sie im konventionellen Bereich kennt. Haben den Standkorb einfach offen gelassen. Da fehlt halt noch. Das heißt, die Muttersauen werden während und nach der Geburt nicht wie sonst üblich in einen Metallkäfig fixiert. Sie können sich frei bewegen, im Stroh wühlen. Nicht nur die Sauen haben mehr Bewegung und Stroh. Auch seine rund 150 Ferkel hält Bauer Hoffrogge nicht mehr in engen Buchten. Sie können auf rund 120 Quadratmetern zwischen Breiräumen hin und her laufen. Gemeinsam gehen wir in den offenen Strohstall. Erst sind die Ferkel scheu, doch schon kurz darauf kaum noch zu bremsen. Das ist die Neugier. Sobald die Angst überwunden ist und die Neugier siegt, dann kommen die angeschnuckelt, die Kleinen. Und mir macht es grundsätzlich auch viel mehr Spaß, die Tiere so zu halten. Diese Ferkel mästet er selbst, bis sie zum Schlachthof gehen. Am Ende bekommt er rund 2 Euro pro Kilo. Das sind zu diesem Zeitpunkt 80 Cent mehr als ein konventioneller Mäster. Finanziell hat er deshalb selbst in der Krise kein Problem. Das fühlt sich sehr gut an. Und für mich ist es auch einfach ein Zeichen, dass es auch geht. Sag ich mal so, dass man auch für den heimischen Markt produzieren kann und dann ein stabiles Preisniveau hat und dann auch mit weniger Sorgen schlafen kann. Das ist nur möglich, weil der Landwirt Schlachter und Metzger als Partner hat, die bereit sind, mehr für die Schweine zu bezahlen. Harm Böckmann hilft ihm durch seine Videos bei der Vermarktung. Wir haben, wenn wir solche ansprechenden Videos machen, gute Bilder machen, dann haben wir es ja viel, viel leichter, den Leuten zu erklären, guck mal, das ist was Besonderes und deswegen kostet die Oberschale jetzt 30%, 40%, 50% mehr. Harm Böckmann macht aber nicht nur lustige Videos. Im Hauptberuf arbeitet er für den Schlachtbetrieb, der einen Teil der Schweine von Bauer Hoffrogge abnimmt. Sein Job ist es, durchs Land zu reisen und Bauern zu suchen, die ihren Tieren mehr bieten. Dann verkauft er diese Schweine an Metzger und Händler, die bereit sind, mehr dafür zu bezahlen. Es geht um Folgendes. Ich wollte einmal die Planung mit dir machen. Schweine für Anlieferung Samstag und für Dienstag. Müsstest du mir mal einmal sagen, wie viel ich ungefähr einplanen soll? Es geht um konventionelle Schweine, die aber deutlich besser gehalten werden, als es der gesetzliche Mindeststandard vorschreibt. Der sieht pro Mastschwein gerade mal 0,75 Quadratmeter Platz im Stall vor. Außerdem müssen die Tiere etwas Spielmaterial, zum Beispiel eine Eisenkette, bekommen. Das geplante staatliche Tierwohlkennzeichen fordert ab Stufe 1 zusätzlich für alle Tiere Raufutter, wie zum Beispiel Stroh oder Heu. In der Stufe 1 bekommt jedes Tier dann 0,9 Quadratmeter Platz im Stall. In Stufe 2 gibt es 1,1 Quadratmeter. Außerdem sollen die Tiere möglichst Zugang zu Frischluft und dem Außenklima haben. In Stufe 3 haben die Tiere Anrecht auf 1,5 Quadratmeter und einen Auslauf im Freien. Wie diese höchste Stufe der konventionellen Schweinehaltung aussehen kann, das schauen wir uns auf dem Hof von Landwirtin Gabi Möhrigsmann an. Bereits 2012 hat sie die Schweinehaltung auf ihrem Hof radikal verändert. Auch sie besuchen wir gemeinsam mit Harm Böckmann. Dürfen bei Ihnen alle Tiere raus, so wie hier? Ja, wir haben im Prinzip so eine Beschäftigungswelt um das Schwein geschaffen. Sprich, die Tiere können sich einfach den ganzen Tag aussuchen. Gehen wir nach draußen, gehen wir in die Wühlhalle, die ist dann auch überdacht mit Stroh. Gehen wir Liege kühlen, gehen wir duschen, gehen wir baden, gehen wir scheuern. Wir haben, wie man sieht, überall Löcher in die Wände gehauen und haben aber einen Vorhang davor gemacht, damit es nicht so zieht. Ja. Und ja, dann können sie sich das eben aussuchen. Ne? Na, ihr, darf ich einmal durch? Für diese besondere Haltung bekommt auch Gabi Möhrigsmann einen Festpreis von rund 2 Euro pro Kilo, auch während der Corona-Krise. Für sie ist dieser Fixpreis auch ein Zeichen der Wertschätzung ihrer Arbeit. Aktuell muss ich sagen, über den Preis mehr Wertschätzung. Und diese Wertschätzung können wir als Familie dann über dieses Haltungskonzept auch weitergeben an die Tiere. Das heißt, bei Ihnen läuft es richtig gut?
Ich bin zufrieden. Ja. Verkauft wird das Fleisch ihrer Schweine in Metzgereien und Läden wie diesem. Wir sind im Werksverkauf der Firma Bedford. Das Unternehmen verkauft bundesweit Schinken, Leberwurst oder Salami über Metzgereien. Hier gibt es nur Schweinefleisch aus sogenannten Offenstellen. Der Preis zum Beispiel 11,90 Euro für ein Kilo Lachsbraten oder 12,90 Euro für Schweinerückensteak. Das ist in etwa doppelt so teuer wie im Discounter. Doch bisher wird nur ein Bruchteil des deutschen Schweinefleischs so produziert. Anfang des Jahres. Wir bekommen Bildmaterial zugespielt. Es zeigt die Zustände in einem konventionellen Schweinemastbetrieb in Norddeutschland. Der Absender, das Deutsche Tierschutzbüro. Der Betrieb in der Nähe von Osnabrück gehört mit mehr als 10.000 Tieren eher zu den Großen der Branche. Und die Aufnahmen zeigen, dass ein Landwirt seine Tierhaltung nicht im Griff hat. Wir sehen viel zu viele Tiere in den Mastbuchten. Entdecken sterbende Tiere neben anderen, die gravierende Verletzungen am Bewegungsapparat aufzeigen. Schweine, denen die Schwänze abgebissen wurden, und immer wieder verletzte Tiere. Wir fahren zu dem Betrieb und treffen vor dem Hof den Bauern und seinen Sohn. Sie sind bereit, sich die Aufnahmen anzuschauen, zeigen sich betroffen. Ein Interview lehnen sie jetzt ab. Später räumen sie ein, Probleme im Stall gehabt zu haben. Das Veterinäramt habe auch die Nottötung von einigen Tieren angeordnet, sagen sie. Die Ursache dafür liege aber darin, dass sie wegen Corona die Tiere nicht rechtzeitig an den Schlachthof losgeworden seien. Dadurch seien sie mit dem Tierschutz in Kollision geraten. Also ein Einzelfall? In der Nähe von Bonn treffen wir den Tierrechtler, über den wir die Bilder bekommen haben. Jan Pfeiffer. Er sieht hier ein grundlegendes Problem. Wir hören häufig, ja, das ist ja der bedauerliche Einzelfall. Ich mache das seit 20 Jahren, das ist jetzt bestimmt der tausendste Fall. Ich weiß nicht, wie viele Einzelfälle wir noch brauchen, um endlich anzuerkennen und zu sagen, das gehört dazu. Das mag sein, dass es nicht in jedem Betrieb so ist, das mag sein. Aber es gehört dazu, weil es in sehr vielen Betrieben so ist. Folgt man Jan Pfeiffer, dann sind die Tierschutzprobleme, denen wir begegnen, weit mehr als nur Folgen der Pandemie. Dahinter stehen vielmehr grundlegende Probleme wie die Tierhaltung auf Spaltenböden. Darüber wollen wir mit dem obersten deutschen Schlachthof-Veterinär Kai Braunmiller sprechen. Er ist auch Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Landwirtschaft und Tierschutz. Also diese Haltung auf Beto-Spaltenboden ist für die Tiere überhaupt nicht artgerecht. Wir haben eine wissenschaftliche Untersuchung machen lassen, was die Liegeschäden angeht. 92% dieser Tiere bekommen Liegeschäden, 40% leicht und 50% mittel und schwer. Und mittlere und schwere Zustände, wie man sie hier auch gesehen hat, sind eigentlich Straftatbestände, die so überhaupt nicht zu tolerieren sind. Das heißt, diese Haltung ist im Grunde tierschutzwidrig? Die ist tierschutzwidrig. Ganz klar, also hier wäre dringend auch eine Umstellung möglich, also eine Nachrüstung der bestehenden Anlagen und endlich eine Konzeption für eine gute, tiergerechte Haltung in der Zukunft. Er beruft sich auf eine Untersuchung der Universität München. Wenn man seine Einschätzung hochrechnet, würde das bedeuten: In Deutschland werden pro Jahr rund 50 Millionen Schweine gemästet, davon das Gros in konventioneller Haltung, also auf Betonspaltenböden. Wenn also mehr als 90% von ihnen rechtswidrig gehalten werden, sie infolgedessen Schäden davontragen, betrifft dies deutlich mehr als 40 Millionen Tiere. Bei unseren Recherchen stoßen wir auf ein weiteres systematisches Tierschutzproblem, diesmal in Schlachthöfen. Laut Gesetz müssten die Schweine vor der Schlachtung betäubt werden. Das Problem ist ja, man denkt ja im Schlachthof, da geht es dann schnell zu Ende. Die Betäubung ist relativ sanft, so wird uns ja erzählt. Ja, diese CO2-Betäubung, ne? Die Tiere werden ja mit CO2 betäubt, also einem Gas. Und die schlafen sanft ein, heißt es immer wieder auch. So, wir haben jetzt hier Bilder aus einem Schlachthof in Bayern, in Kulmbach. Da ist es einer Tierrechtsgruppe gelungen, das zu filmen.
Das ist der städtische Schlachthof in Kulmbach. Ein Vorzeigebetrieb, wird er doch seit Jahren wissenschaftlich betreut. Auch deshalb haben ihn sich die Tierschützer ausgesucht. Es ist gegen Mitternacht, als die Gruppe in das Gebäude eindringt. In einer hochgefährlichen Aktion steigen sie in einen Schacht ein. Am Boden der 6 bis 8 Meter tiefen Anlage befindet sich ein Kohlendioxid-Gasgemisch. In diesem Raum werden die Schweine durch das Gas betäubt. Mit einer Atemschutzausrüstung wagt sich der Tierschützer in den Bereich, montiert mehrere Kameras auch im Gebäude selbst. Die so entstandenen Bilder werden uns später übergeben. Wir sehen einen Arbeiter, der mittels eines verbotenen Elektrotreibers, also mit Gewalt, die Schweine in eine Gondel schiebt. Die Kameras im Schacht liefern diese Aufnahmen. Schweine, die in der Gondel nach unten in die CO2-Wolke gefahren werden. Was uns als sanfte Betäubung verkauft wird, ist in Wahrheit ein schrecklicher Todeskampf. Diese Bilder stammen von Friedrich Mölln, von der Soko Tierschutz. Das ist die Standardmethode der Schweinebetäubung in Deutschland. Das bedeutet 40 Millionen Mal Todesangst, Panik und Kampf in dieser Box, bis dann endlich die Bewusstlosigkeit eintritt. Wir bitten die baden-württembergische Tierschutzbeauftragte Julia Stubenbord um eine fachliche Begutachtung der Aufnahmen. Ihr Fazit eindeutig. Diese Todesangst und diesen Todeskampf und diese Atemnot sieht man hier massiv. Das ist ja ein Kampf, der dauert ja, so haben wir es hier gemessen, fast 90 Sekunden. Wie ist das mit den Tierschutzgesichtspunkten zu bewerten? Also die CO2-Betäubung ist unter Tierschutzgesichtspunkten als sehr kritisch zu sehen. Kritisch? Kritisch. Wenn man das 90 Sekunden Atemnot hat und in der Todesangst ist, dann würde ich sagen, sind es länger anhaltende und erhebliche Leiden. Wir zeigen auch den Verantwortlichen in der fränkischen Kleinstadt unsere Bilder. Der Schlachthofleiter räumt Probleme mit der Betäubungsmethode ein. Die CO2-Betäubung an sich ist eine suboptimale Betäubung, hat Vorteile, hat auch Nachteile. Nachteil ist definitiv die Abwehrreaktion der Tiere. In der Gondel, die ist lang, die geht im Schnitt 20 bis 30 Sekunden definitiv. Es ist eigentlich zu lang und teilweise länger. Ja, und teilweise länger. Es ist nicht ganz einfach. Ich meine, die Methode ist rechtlich zugelassen, obwohl sie eigentlich ja, nicht den Tierschutz in diesem Sinne eigentlich widerspiegelt. Der Schlachthof hat auch infolge unserer Recherchen angekündigt, ab dem Herbst bei der Betäubung CO2 durch ein Heliumgasgemisch zu ersetzen. Damit sollen die Schweine dann tatsächlich sanft einschlafen. Generell wenden die Schlachtunternehmen die CO2-Methode an, um ganze Massen an Tieren wie am Fließband zu betäuben und zu schlachten, wohl wissend, dass dies nicht tierschutzgerecht ist. Und wie ist es bei uns im Südwesten? Auch hierzulande häuften sich in den vergangenen Jahren Skandalberichte aus Schlachthöfen. Der Schlachthof Tauberbischofsheim ist erneut gesperrt worden. Das hat das Landwirtschaftsministerium bestätigt. Gestern Abend hat das zuständige Landratsamt den Schlachthof in Gärtringen vorerst dicht gemacht. Wegen tierschutzrelevanter Verstöße hatte das Landratsamt bereits im März ein Bußgeld verhängt. Doch der zuständige Minister blockierte. Ergebnis: Der Schlachthof musste erst einmal nicht zahlen. Lag es vielleicht daran, dass Minister Haug eine zu große Nähe zu seinem Parteifreund, dem Schlachthofbetreiber, gepflegt hat? Damals hat der Minister diese Vorwürfe von sich gewiesen und argumentiert, der Schlachthof sei systemrelevant gewesen. Auch im aktuellen Kabinett ist Peter Haug Landwirtschaftsminister. Darum haken wir bei ihm nach. Bei dem Fall Gärtringen, da ist seinerzeit ja auch gesagt worden, Sie hätten persönlich sozusagen ein früheres Einschreiten der Behörden, eine frühere Schließung blockiert. Es gäbe ein zu starkes Näheverhältnis auch zwischen Ihnen und dem Schlachthofbetreiber, ist hier auch im Landtag von Seiten der Opposition seinerzeit gesagt worden. Ist das so gewesen? Das war zu keinem Zeitpunkt so. Es gibt insofern ein Näheverhältnis, dass ich ein Näheverhältnis zu allen regionalen Schlachthöfen habe, weil es mir wichtig ist, dass wir Tiere
regional schlachten, um ihnen lange Fahrtwege zu ersparen. Und nachdem wir auch nicht bekannt war, dass es Tierschutzverstöße gegeben hatte oder gegeben habe, die unmittelbares Leid der Tiere zur Folge haben, das war zu dem Zeitpunkt nicht bekannt, war es mir wichtiger, dass der Schlachthof weiterläuft. Fakt ist, der Schlachthof wurde erst geschlossen, als diese Aufnahmen im August vergangenen Jahres öffentlich wurden. Auch in Schweinemastbetrieben reihte sich ein Tierrechtsskandal an den nächsten. Im vergangenen Jahr berichteten wir in Report Mainz über einen Kreisobmann des Bauernverbandes, der zugleich Bürgermeister war. Auch er pflegte ein enges Verhältnis zur Politik. Der Bauer ließ zu, dass sich seine Schweine gegenseitig kannibalisierten. Tote, die aufgefressen werden. Der Bauer, Ortsvorsteher, Kreisobmann im Bauernverband, zeigt sich gerne mit dem baden-württembergischen Landwirtschaftsminister Haug und Bundesministerin Julia Klöckner. In einem anderen Fall in Märklingen 2016. Tierschützer hatten in einem Mastbetrieb unzählige schwerkranke Tiere entdeckt. 80 Schweine mussten notgetötet werden. Minister Haug versprach eine bessere Vernetzung der Behörden. Was ist seither geschehen? Wir haben genau das umgesetzt, was wir angekündigt haben. Und wir glauben, dass wir auch gut gerüstet sind, um solche Vorfälle in der Zukunft zu verhindern. Aber es ist natürlich so, bei über 10.000 Tierhaltern im Land wird man nie gänzlich ausschließen können, dass nicht Vergehen passieren. Wo Menschen handeln, gibt es immer auch Vergehen und Verstöße. Wichtig war für uns nur, dass wir die Vorfälle, die wir in den letzten Jahren immer wieder gefunden haben und aufgedeckt haben, dass die offensichtlich nicht systematisch passiert sind und dass es auch kein systematisches Versagen der Kontrolle gab. Keine systematischen Probleme in den Ställen, kein Versagen der Kontrollen. Ist das so? Wir haben da unsere Zweifel. Immer wieder bekommen wir verstörende Aufnahmen aus Schweinemastbetrieben zugespielt, so wie diese. Sie wurden auf einem Hof bei Ulm gedreht, nur wenige Kilometer von Märklingen entfernt und bislang noch nicht veröffentlicht. Szenen kaum zu ertragen. Offene Wunden, unzählige todkranke und sterbende Tiere. Er hat uns diese Bilder zukommen lassen. Friedrich Müllen von der Soko Tierschutz. Für ihn ist dies trauriger Alltag in den Ställen. Das ist für mich nicht mehr die Ausnahme. Das ist eine grauenhafte Regel, dass Schweine unter entsetzlichen Bedingungen in den Betrieben zugrunde gehen und die Veterinärämter teilweise sogar von den Zuständen wissen. Dieses Veterinäramt Alt-Donau-Kreis hätte beim ersten Mal, wo wir sie anonym informiert haben, noch sagen können, okay, wussten wir nicht. Hatten wir noch nie auf dem Schirm den Betrieb. Wird ja leider nur alle 20 Jahre so ein Betrieb kontrolliert. Aber nach der ersten Meldung hätte ich mir erwartet, dass die da regelmäßig hinschauen. Was man hier auf dem Material sieht, ist halt eigentlich ein komplettes Tierschutzverbrechen. Also alleine das hier, dieses kleine Schweinchen hat völlig zerstörte Beine. Wir legen auch diese Aufnahmen der baden-württembergischen Landestierschutzbeauftragten vor, Julia Stubenbord. Sie ist regelrecht entsetzt angesichts der dokumentierten Zustände. Muss so ein Betrieb bei der Vielzahl von Missständen, die man hier sieht, nicht zugemacht werden? Ja, also hier muss sofort was passieren. Ich denke, der Halter ist nicht in der Lage, seine Tiere ordnungsgemäß zu halten. Hier gehört direkt ein Strafverfahren oder eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Und es muss eine Kontrolle im Betrieb gemacht werden. Und wenn der so aussieht, kann der Halter die Tiere nicht mehr länger halten. Hier gehört ein Tierhaltungs- und Betreuungsverbot her. Und hat die zuständige Veterinärbehörde im Alb-Donau-Kreis den Betrieb inzwischen dicht gemacht? Vor wenigen Wochen. Wir haben einen Termin im Landratsamt. Die zuständigen Amtsveterinäre sind bereit, sich die Aufnahmen anzuschauen. Dabei erfahren wir, die Beamten haben den Betrieb besucht, es seien auch Tiere notgetötet worden. Ein Interview bekommen wir nicht. Schriftlich erklärt die Behörde.
Drei Veterinäre des Alb-Donau-Kreises suchten diesen Betrieb sofort nach Eingang der Anzeige auf und führten noch am selben Tag eine unangekündigte Kontrolle in dem Betrieb durch. Ein sofortiges Tierhaltungsverbot wurde geprüft, war aber rechtlich nicht gedeckt. Mündlich wurde angeordnet, die angetroffenen Missstände unverzüglich zu beheben. Und was sagt der betroffene Landwirt zu den bei ihm festgestellten Tierrechtsverstößen? Wir treffen ihn an seinem Hof, zeigen ihm die Bilder. Er und seine Familie scheinen geschockt und beschämt, lehnen ein Interview ab. Später erklärt der Bauer, er sei zu dem Zeitpunkt, als die Aufnahmen entstanden, krank gewesen, habe sich um seinen Betrieb nicht richtig kümmern können. Die Bilder, eine unglückliche Momentaufnahme. Mit dieser Erklärung könnte er glimpflich davonkommen. Nochmal. Millionen Tiere leiden in den Ställen. Warum ist das möglich? Das kann doch nicht im Sinne des Gesetzgebers sein. Wir fragen uns, sind die rechtlichen Vorgaben zu lasch, zu unkonkret? Im Grunde nicht. Das zeigt ein Blick ins Tierschutzgesetz. Paragraph 2 ist ja eindeutig, wenn ich hier nochmal, ich habe mir den dann auch nochmal angeschaut, ne? Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen. Das ist eine klare Basis eigentlich für die Tierhaltung. Ne? Verhaltensgerechte Unterbringung, keine Schmerzen oder Leiden oder Schäden. Und Schäden. Und wenn du dann sagst, hehre Ziele. Doch von dem, was im Tierschutzgesetz steht, kommt in der Praxis erschreckend wenig an. Das glauben mittlerweile nicht nur Tierschützer, sondern auch immer mehr Wissenschaftler. So auch Professor Steffen Augsberg. Er ist Jurist und Mitglied des Deutschen Ethikrats, hat sich intensiv mit der Thematik beschäftigt und ist Mitautor der Stellungnahme zum verantwortlichen Umgang mit Nutztieren. Das Urteil des Juristen ist vernichtend. Es ist ein heuchlerisches Rechtsgebiet, weil es nirgends so eine Kluft gibt zwischen dem, was im Gesetz steht und dem, was tatsächlich in der Praxis ankommt. Im Tierschutzgesetz etwa wird ja stark auf das Wohlbefinden der Tiere abgestellt. Da wird eine verhaltensgerechte, eine artgemäße Unterbringung etwa gefordert. Das, was wir tatsächlich dann auch in der Stellungnahme ja kritisieren, liegt dann darin, dass von diesem hochtrabenden, auch sprachlich ja sehr hochgezonten Anspruch letztlich dann in der Praxis nicht viel übrig bleibt. Für Millionen Schweine bedeutet dies, dass sie von Geburt an unter den Haltungsbedingungen leiden müssten. Das Tierschutzgesetz schütze die Schweine nicht ausreichend, erklärt er uns. Hoch im Norden, in Stade, sprechen wir mit Diana Plange. Sie war hier in der Region Amtstierärztin und später Tierschutzbeauftragte des Landes Berlin. Sie sagt, verantwortlich für die Durchsetzung des Tierschutzrechts seien die amtlichen Tierärzte. Doch das finde häufig nicht statt. Sie geht überraschend scharf mit ihrem Berufsstand den Tierärzten ins Gericht. Es gibt ein ganz erhebliches Vollzugsdefizit, was aber eben leider nicht nur daran liegt, dass es zu wenig Tierärzte gibt, das ist auch der Fall, aber auch daran liegt, dass viele Tierärzte es auch nicht umsetzen wollen. An dem ganzen Problem, was wir haben, sind die Tierärzte zumindest 60% beteiligt und schuld. Und ich kenne genügend solche Kollegen, wo ich sage, ich schäme mich für die. Das sind Berufskollegen und ich kann es nicht verstehen. Auf der anderen Seite habe sie auch Kontakt zu Kollegen, die sich sehr für den Tierschutz engagierten. Die würden jedoch häufig von ihren Vorgesetzten unter Druck gesetzt. Das ist nicht so, dass das einzelne Spinner sind, sondern also ich alleine kenne etwas über 30 Tierärzte in Deutschland, die bösest gemobbt werden aus diesem Grund. Nach dem Motto, muckst du weiter, dann wirst du deine Stelle los. Oder auch einfach in den Vorruhestand geschickt werden oder so lange unter Druck gesetzt werden, bis sie psychisch krank sind und sich selber aus dem Dienst zurückziehen. Wir versuchen mit verschiedenen Veterinären Kontakt aufzunehmen. Einige sind bereit, mit uns vertraulich zu sprechen. Sie bestätigen die Probleme. Zwei geben uns ein Interview, allerdings nur anonym. Sie dürfen nicht offen sprechen, sonst droht ihnen die Entlassung. Ein Schlachthofveterinär aus Baden-Württemberg erzählt uns, er sei persönlich bedroht worden, als er Tierschutzverstöße feststellte. Also, mir standen schon Schlachthofmitarbeiter mit dem Messer gegenüber. Mir hing auch schon jemand am Hals. Mir gegenüber haben sich schon Leute aufgebaut, so Gesicht an Gesicht gestellt. Und ich sag mal, das ist jetzt die brutale Gegenwehr der Metzger. Wie ist es denn in den Ämtern? Wenn ich Verstöße der Kreisveterinärbehörde gemeldet habe, gab es schon öfter Gegenwind.
Der Landrat möchte ja für die Landwirte, für die Metzgereien, Arbeitsplätze, Steuereinnahmen sichern. Er möchte auch wiedergewählt werden. Von daher bekommt man auch aus den eigenen Reihen Gegenwind. Noch härter traf es eine Veterinärin aus Baden-Württemberg, mit der wir ein Telefoninterview führen konnten. Als sie in einem Schweinemastbetrieb eine große Zahl kranker und verletzter Tiere entdeckt, will sie Anzeige erstatten. Doch als sie ihren Vorgesetzten informiert, eskaliert ein Streit. Ich habe erst einmal einen ordentlichen Einlauf bekommen. Mir wurde dann mitgeteilt, dass ich da überhaupt nichts mache. Die Quintessenz war, dass ich den Landkreis verlassen habe. Wenn man dort aktiv Tierschutz gemacht hat, dann war man ein Störenfried. Und wurde entsprechend entfernt, sozusagen. Und das geht bis hoch ins Ministerium, würden Sie sagen? Ja, das würde ich sagen, ja. Ein schwerer Vorwurf. Was sagt der Minister dazu? Veterinäre haben klare Amtspflichten, dazu gehört auch die Tierschutzkontrolle. Und ich bestärke jeden Veterinär, der seine Arbeit ernst nimmt und dieses tut, was sein Geschäft ist, nämlich auch Kontrollen durchzuführen. Das heißt, das können Sie ausschließen, dass da Wirtschaftlichkeit in diesem Falle auch vor Tierschutz geht? Hundertprozentig, das kann ich mit Sicherheit ausschließen. Was ich allerdings von jedem Veterinär auch erwarte, ist, dass er eine Gesamtlinie mitsieht und mitverfolgt. Tierschutz kann es, die Gesamtlinie heißt, Tierschutz kann es nur geben, wenn es auch Tierhaltung gibt. Das heißt, man muss auch Tierhaltung so gestalten und die Vorschriften so kontrollieren, dass es den Tierhaltern möglich ist, sie zu erfüllen, zum einen. Zum zweiten müssen natürlich auch Verstöße auch dahingehend überprüft werden. Sind sie erstens systematisch? Wenn sie systematisch sind, muss abgestellt werden und gar geschlossen werden. Oder sind es Einzelverstöße, dann muss einzeln geahndet werden, und zwar nach Situation und Schwere. Die Gesamtlinie, die der Minister skizziert, scheint vor allem eine Kompromisslinie zu sein. Ob damit ein wirksamer Tierschutz durchgesetzt werden kann, mag man bezweifeln. Viele Tiere leiden unter den Haltungsbedingungen, werden misshandelt und gequält und die Bauern mästen sich immer weiter in den Ruin. Wollen wir wirklich Fleisch von Schweinen essen, die so aufgezogen wurden? Dass dieses System so keinen Sinn macht, davon sind mittlerweile nicht nur unzählige Experten, sondern auch die Politik überzeugt. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner stellte auf einem Krisentreffen mit der Branche im vergangenen Sommer sogar die Systemfrage. Was wir heute behandelt haben, war keine Tönnies-Frage, sondern eine Systemfrage. Und es zeigt sich, dass das System nicht krisenfest ist. Es wird keine zweite Chance geben für die gesamte Branche. Nicht nur wegen der Aufmerksamkeit, sondern weil Corona ein Brennglas ist für das, was wir erlebt haben. Bereits 2019 hat Julia Klöckner den ehemaligen Bundeslandwirtschaftsminister Jochen Borchert beauftragt, eine Kommission zu leiten, die Vorschläge zum Umbau der Nutztierhaltung macht. Wir treffen den 80-jährigen CDU-Politiker in seinem Haus in Bochum. Das Ergebnis der Kommission ist für die allermeisten Schweinemäster vernichtend. Wir sind der Meinung, dass die jetzige Art der Tierhaltung nicht dem Tierschutzgesetz entspricht. Das, was wir vorschlagen, ist schon eine völlige Umgestaltung der Nutztierhaltung in Richtung mehr Tierwohl. Und dazu brauchen wir eine Umstellung der Art der Nutztierhaltung. Die Ställe müssen umgebaut werden. Aber wir müssen auch Indikatoren, die Tierwohl ausdrücken, stärker beachten. Und das bedeutet natürlich eine gravierende Veränderung der jetzigen Art der Nutztierhaltung. Um das zu erreichen, hat sich die Kommission auf zwei zentrale Maßnahmen geeinigt. Die Einführung des staatlichen Tierwohlkennzeichens für Schweine. Außerdem soll der Umbau der Ställe durch eine sogenannte Tierwohlprämie finanziert werden. Geplant sind 40 Cent pro Kilo Fleisch oder Wurst. Die Ministerin will die Vorschläge der Borchert-Kommission umsetzen und auch der Bundestag hat ihr dafür bereits im Sommer 2020 grünes Licht gegeben. Doch bisher wurde nichts Konkretes beschlossen. Das geht selbst CDU-Mann Borchert zu langsam. Ich denke, der Ball liegt im Feld der Politik. Und hier sollten jetzt die betroffenen Ressorts sich zusammensetzen und gucken, wie kommen wir möglichst schnell zu Ergebnissen, mit denen wir eine Umgestaltung der Nutztierhaltung möglich machen.
Auf der anderen Seite gibt es innerhalb der Branche noch immer große Bedenken, dass die deutschen Landwirte durch solch eine Reform international nicht mehr konkurrenzfähig sein könnten. Wir müssen jetzt darauf achten, dass wir nicht in einer Situation enden, in der dann Landwirte in Deutschland tierschutzkonform agieren und dann unsere Vermarkter und Verbraucher anderswo preisgünstig einkaufen. Es ist doch niemandem damit gedient, wenn wir hier sozusagen auf maximale Tierwohlstandards gehen und dann in den deutschen Regalen die spanische Schweineschulter liegt. Befürchtungen beim Bauernverband auf der einen Seite, Ungeduld bei Tier- und Verbraucherschützern auf der anderen. Um zu sehen, ob eine tierschutzgerechte Schweinehaltung auch im großen Stil möglich ist, fahren wir noch einmal zu einem Betrieb. Hof Bodenkamm, früher einer der größten in Niedersachsen. Hier steht jetzt der Offenstall von Jens van Beber. Wir kommen gerade zur Fütterung. Also wenn Sie hier sich das jetzt hier angucken, stelle ich die Fütterung an, ja? Das Futter rieselt von der Decke. So können die Schweine wie in der Natur gemeinsam ihr Fressen suchen, viermal am Tag. Sie haben einen Bereich mit Stroh, um zu wühlen und zu ruhen. Und einen Außenbereich zum Koten. Ein im Grunde simples Konzept, das man auch in bestehenden Stallanlagen umsetzen kann. Das ist ein Stall, der tatsächlich ein ganz klassischer Stall war, geschlossen, zwangsbelüftet, hier war eine Zwischendecke drin. Es war aus der Zeit, wo er gebaut worden ist, auch noch ohne Fenster gebaut worden, was heute in konventionellen Stall auch anders aussieht, aber es kam aus so einer Zeit, wo das so war. Und wir haben dann gesagt, dass wir in dieser Form diesen Stall nicht weiterführen wollen, sondern wir wollen eben ein Paradigmenwechsel eigentlich durchführen, mal einen Systemwechsel haben. Die Wände wurden einfach geöffnet und heute stehen deutlich weniger Tiere in den Buchten. Insgesamt hält er nur noch rund 2000 Schweine. Früher waren es 10.000. Wie funktioniert das wirtschaftlich? Wir haben ein Ertragsniveau, was sehr viel besser ist als die konventionelle Haltung. Also komme ich mit weniger Schweinen jetzt sogar besser finanziell aus, als ich das vorher mit den vielen Schweinen in der konventionellen Haltung gemacht habe. Es ist wirtschaftlicher und den Tieren geht es sichtlich gut. Ein mögliches Modell für die Schweinehaltung in Deutschland. Doch damit dieses Konzept zum Standard werden kann, muss die Politik entsprechende Gesetze erlassen. Fest steht, dass jetzt im Sommer 2021, kurz vor Ende der Legislaturperiode, noch kein Gesetz erlassen wurde, das den Systemwechsel einleitet. Wir bitten Julia Klöckner um ein Interview. Können Sie Anfang Juni im Landwirtschaftsministerium in Berlin treffen? Wir wollen von ihr persönlich wissen, warum das so schwierig ist. Jetzt ist die Akzeptanz da. Jetzt wäre die Chance gewesen, etwas für den Tierschutz zu tun, wirklich etwas elementar zu ändern. Warum haben Sie diese Chance nicht in dieser Legislatur genutzt? Als ich ins Amt gekommen bin, da war die Frage, ob überhaupt es einen Umbau von Tierstellen geben soll. Da ging es immer um das Ob und heute geht es nur noch um das Wie. Das heißt, dass jetzt gerade Ställe umgebaut werden für mehr Tierwohl. Da sind wir führend in Europa. Und ein weiterer Punkt, der dem Tierwohl dient, ist, dass Schlachtstätten nicht nur zentral bei Tönnies in Nordrhein-Westfalen oder Vion oder andere großen Schlachtstätten in Niedersachsen sind, sondern dezentral. Das fördern wir. Das ist eine neue Förderkulisse, die es so vorher nicht gab. Das sind einzelne Punkte, die wir massiv verbessert haben. Wir haben alle Vorarbeiten geleistet und jetzt müssen die Parlamentarier, und da merkt man schon, das muss ich ganz offen sagen, schon den Wahlkampf, dass die einen jetzt sich noch nicht entscheiden wollen, die anderen sagen, lasst doch warten, bis die neue Regierung kommt. Also das merkt man, aber wir sind so weit wie noch nie und dahinter wird keine Regierung mehr fallen können. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass es rechtlich und wirtschaftlich machbar ist. Ob auch politisch durchsetzbar, wird die Zukunft zeigen. Die großen Schlachtunternehmen jedenfalls wollen wieder hochfahren, weiter auf Masse produzieren. Am Ende unserer Recherchen steht für uns fest: Dieses Krisenjahr hat mehr denn je deutlich gemacht, Millionen Schweine leiden tagtäglich in unseren Ställen. Bauern mästen sich in den Ruinen und das nicht erst seit Corona. Doch diese Krise ist tatsächlich auch eine Chance für eine echte Veränderung, für einen Systemwechsel. Ich habe
in meiner langen Zeit, in der ich politisch oder ehrenamtlich tätig war, keine Phase erlebt, in der die offene Diskussion über Tierschutz und die Bereitschaft, mehr Tierschutz umzusetzen, so breit verankert war wie im Augenblick. Und die Chance, finde ich, muss man nutzen. Ist ja gut.